Schnell weg. Und mit dem Kabum sage ich Hallo Leute. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Das war miserabel, Carlos. Eine neue Aufnahmesession von Resident Evil 3, was ihr natürlich schon wisst, denn ihr habt ja das Video angeklickt. Jetzt mal gerade Ruhe. Kann ich gucken, ob der da noch lebt. Der lebt nicht mehr. Wie viel Schuss habe ich denn jetzt noch? Na, es geht. Es geht, aber diese Granate war miserabel. Da kommen sie. So, diesmal ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall sicherstellen, dass hinter uns keine Zombies mehr sind. Weil das hat uns das letzte Mal das Leben gekostet. Ja, das war dumm. Ich sag immer mindestens einmal zu oft zu. Scheiß. Der wiederum hat gesessen. So, also hier, die leben alle nicht mehr, aber da ist noch einer. So. Gucken. Ja, natürlich. Der lebt noch. Ah, ich habe vergessen, dass ich ihn da hinten kann. So, welches war jetzt die Troller? Das da. Allen Umständen die Kontrolle über den Raum behalten. Das ist ganz wichtig. Wir sind auch noch ziemlich gesund. Das Problem ist halt dieser scheiß Licker da im nächsten Raum, ne? Der lebt noch. Nein, der lebt nicht mehr. Okay. Ah, jetzt doch irgendwie so ein bisschen überraschend. Oh, so. Sturmgewehrmunition. Hier war noch was drin. So. Das mal darunter. Ich muss auch noch mal sicher gehen. Ja, den haben wir auf jeden Fall einmal geslasht. Die haben wir alle geslasht. Slash, slash. Ich habe nämlich die hier hinten noch nicht noch ein zweites Mal überprüft, ne? Nachdem wir sie noch mal niedergeschossen hatten. Ich habe keinen Bock, wieder von hinten angefallen zu werden. Okay, Leute. Finale Herausforderung.
Autsch! Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, solange seine Lebensenergie sich nicht jeden Fall settet, müsste ich mich ja eigentlich immer wieder zurückziehen können, ne? Nein, 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 nicht hinter mir zumachen, die Tür. Dann habe ich ein Problem. Haben wir es geschafft? Leute, haben wir es wirklich geschafft? War es das? Wir können hier auf jeden Fall noch was einsammeln. Oh, jetzt kommt ein zweiter Licker, ne? Das wär's. Da ist das Stars Büro, da müssen wir hin. Weil ich gucke natürlich vorher nochmal um die Ecke. Es wäre dämlich, es nicht zu tun. Auf jeden Fall Minus gemacht, was unsere Munition angeht. Ist der Raum da hinten verfügbar? Nein. Nein, ist er nicht. Okay. 15 Schuss verloren. Aber ein bisschen Plus bei der Handgun-Muni gemacht. Das ist, eigentlich ist es ziemlich gut gelaufen. Muss man mal so sagen. Das war es jetzt auch hier, naja. Stars. Dr. Bart. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann! Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Krankenhaus. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Ja, bestimmt. Das hier ist das Büro von Stars. Natürlich finden wir was Nützliches. Schon alleine hier, guck mal da. Rotes Kraut. Weskers Büro gibt's doch bestimmt auch was. Ja, schon alleine hier. Der Bericht über den Willenzwischenfall. Rejected. Ah, sehr interessant. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Sagt man in dem Zusammenhang wirklich ereilte? Ist das nicht eher ereignete? Ich meine, ja, ich weiß, das Wort ereilte gibt es, aber ich finde das in dem Kontext ein bisschen... Dann ereilte ihn ein furchtbares Schicksal, ja. Aber dieser bizarre Vorfall ereilte sich? Keine Ahnung. Ich glaube, ich denke zu viel nach. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars.
Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Es gibt auf jeden Fall noch Sachen zu entdecken hier. Gehen wir erstmal hier rum. In die Waffenkammer kommen wir auf jeden Fall rein. Eine Blendgranate ist auch sehr geil, falls wir nochmal einen Licker haben. Ich durchsuche erstmal die Waffenkammer. Aber ich hätte ja gedacht, dass wir den Brief da mitnehmen können. Aber hier können wir nochmal die ID-Karte benutzen. 50! Ja, sehr geil. Die ID-Karte kann jetzt in den Müll. Die wird nicht mehr gebraucht. Wir haben 235 Schuss. Wir sind jetzt also tatsächlich dann... Wir haben ein absolutes Plus an Ressourcen. Ist hier noch mehr zu holen? Jo. Gibt noch Sachen zu entdecken. Haben wir auch eine komplette Seite des Büros hier noch nicht untersucht. Oh, das war's. Gut, aber wir wissen ja, dass diese Berichte, diese Dokumente... da nicht unbedingt mit erwähnt werden. Oh ja, ich hab's noch drauf. Das wird allen Dartscheiben eine Lehre sein. Sorry, das musste einfach sein. Ja, ich glaube, wir haben's. Okay. Dann los. Ja, was ist? Entgleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Uh-oh. Errungenschaft freigeschaltet. Der Carlos Express. Okay, ich habe keine Ahnung, wie sie das relativ unbeschadet überstanden haben soll. Die neue Jill Valentine ist ein absolutes Monster. Immer ganz ehrlich. Und es ist natürlich auch nur eine Frage der Zeit, bis unser aller Kumpel wieder auftaucht. So, zumindest sind wir gesund. Noch jede Menge Ressourcen dabei. Aber kaum noch Platz. Hab etwa nur ich überlebt. Oh, ich habe übrigens inzwischen erfahren, das ist mir gar nicht aufgefallen, als wir das gespielt haben. Ganz am Anfang des Spiels, als wir mit Jill dann auf die Straßen rausgekommen sind und Brad getroffen haben, hätte man wohl die Kapsel entdecken können, mit der Nemesis gelandet ist. Was ich ziemlich cool finde eigentlich. Schade, dass ich die nicht gefunden habe. Das klingt doch nach einem Speicherraum. Ein Luftschutzbunker. Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, hab wohl keinen Empfang. Die hochgeschätzten Minengranaten, von denen gesprochen worden ist. Platz machen.
Ach, na, das war dumm. Das war dumm und auch gar nicht beabsichtigt. Das verstauen wir mal. Die Handgranaten, brauchen wir die gerade? Ich weiß auch nicht, warum ich so darauf bestehe, den Bolzenschneider zu behalten, ehrlich gesagt. Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfern konzipiert. Versucht ja nicht, sie in was anderes zu schieben. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, aber diese Minen sind halt einfach schlauer als ich. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Okay, da war aber immer noch nicht alles. Hier sind noch mehr Minengranaten, guck mal. Wenn wir jetzt hier gerade so dermaßen mit Minengranaten ausgestattet werden, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir die Minengranaten höchstwahrscheinlich demnächst brauchen werden. Deswegen nehme ich sie auch mit. Es ist nur die Frage... Das ganze andere Zeug, ja? Wir das jetzt gerade auch mitnehmen sollten. Ich sollte vielleicht auch abspeichern. Das könnte durchaus mal helfen. Ich speichere mal wieder ganz oben. Ja, da sind wir ja inzwischen schon ein bisschen weitergekommen. So. Ich habe gerade gedacht, da tropft was von der Decke. Jetzt kriegen wir wieder Probleme hier, aber... Ich will das mal ausprobieren jetzt. Ach, warte mal. Ich hoffe mal, dass das gerade kein Fehler war. Hätte wahrscheinlich auch eine Standardgranate getan, wenn ich drüber nachdenke. Ein Bunker, wo man schlafen kann. Okay. Na ja, gut, ist ein Luftschutzbunker, ne? Ah, guck mal hier. Wie viele von den Dingern gibt es eigentlich und was genau bringt mir das, die zu zerstören? Jetzt haben wir gleich ein bisschen Platz in unserem Inventar geschaffen. War das von hinten? Ich habe nicht so wenig Platz auf meinem Schreibtisch. Ich stoße ständig gegen irgendwelche Sachen gegen. Okay, nee, der ist tot. Ich war mir nicht sicher.